Rockstar Games hat den Multiplayer-Teil von Red Dead Redemption genauso fesselnd wie die Einzelspielerkampagne gestaltet, um einen neuen Ansatz für Open-World-Online-Gaming zu entwickeln. Das Ergebnis ist Red Dead Redemptions Free-Roam-Modus. Während viele Multiplayer-Spiele das Geschehen auf einzelne kleine Levels beschränken, kann in Free Roam die riesige Spielwelt des Singleplayer-Teils frei erkundet werden. Dies ist die Lobby deines Spiels. Du kannst die Ebenen durchstreifen, in Banden verstecken, andere Spieler angreifen oder an geplanten Spielen und Herausforderungen teilnehmen. Man kann allein losziehen oder sich mit anderen zusammentun und Posses bilden. Mit bis zu 8 Spielern kann eine Posse getrennt oder gemeinsam auf Erkundungsritt gehen. Andere Posses jagen und Kriminelle oder Gesetzeshüter bekämpfen. Gemeinsame Unternehmungen sind jederzeit möglich. Etwa eine Deathmatch-Runde. Oder auch ein gepflegter Jagdausflug. Überall auf der Karte gibt es Jagdgebiete, in denen wilde Tiere den Spieler und seine Posse angreifen. Aber man kann auch die Welt erkunden und Tiere auf freier Wildbahn jagen. Der Anführer einer Posse kann Wegpunkte als Ziele für seinen Trupp festlegen. Wenn er sich in ein Gefecht stürzt, kann die Posse ihm folgen. Mehrere Posses mit insgesamt bis zu 16 Spielern können sich gleichzeitig bekämpfen, egal wann und wie. In Free Roam können Posses auch Bandenverstecke angreifen. Dies sind mehrteilige, teambasierte Herausforderungen. Sie können auch Gesetze brechen und dann flüchten. Für den Abschluss von Herausforderungen gibt es Erfahrungspunkte. In Free Roam gibt es 50 Levels. Die Erfahrungspunktanzeige dokumentiert den Fortschritt. Mit steigender Erfahrung schaltet man bessere Waffen und Reittiere, neue Charaktere, Titel und Herausforderungen frei. Egal, ob man in einer Posse reitet, um ein Outlaw-Nest anzugreifen oder allein Gegner erledigt. Der Free-Roam-Modus von Red Dead Redemption wird Multiplayer-Konzepte in Open-World-Spielen neu definieren. Aber Free-Roam ist nur ein Teil des Multiplayer-Modus in Red Dead Redemption. Es stehen auch klar umrissene Competitive-Modi zur Verfügung, die wir bald enthüllen.